Hans Richter ist aus meiner Sicht einer der ganz wichtigen Künstler der klassischen Moderne. Er ist ja in Berlin geboren, hat seine künstlerische Karriere auch in Berlin begonnen. Und es gilt, ihn wieder zu entdecken. Das Besondere bei Hans Richter ist ja auch, dass er nicht normaler Zeichner, sondern auch Filmemacher war, auch Filmtheoretiker, hat interessante Bücher geschrieben über die Theorie des Films. Und insofern gibt es viele, viele Gründe, heute in einem Zeitalter, das wir multimedial nennen, sich mit einem Künstler zu befassen, in einer Ausstellung einmal zu zeigen, was er gemacht hat, der schon multimedial gearbeitet hat, als es dieses Wort noch gar nicht gab. Hans Richter ist ja jemand, der sich intensiv mit der Filmgeschichte beschäftigt hat. Er hat zum Beispiel hier im Martin-Gropius-Bau, der damals ehemaliges Kunstgewerbemuseum hieß, 1929, aus Anlass der berühmten Ausstellung Film und Foto, über 90 Filme, Stummfilme gezeigt. Also er war ein großer Kenner der Filmszene. Er hat immer wieder betont, dass der Film eine ähnliche Kunst ist wie die Kunst oder die bildende Kunst oder die Malerei oder die Bildhauerei. Er hat im Grunde darauf gedrängt, dass die Filmkunst als solche anerkannt wird. Und er hat selber eben auch Filme produziert. Er hat schon 1918 seinen ersten Film produziert, den er abstrakten Film nannte. Das war also der Versuch, die abstrakte Kunst sozusagen in das Film, in die Filmproduktion zu übertragen. Und das sind Meilensteine der Kunstgeschichte, die wir einfach wieder einmal beleuchten müssen. Das Kuriose ist ja auch, dass diese Ausstellung aus Los Angeles kommt. Also in Los Angeles ist Hans Richter zum Beispiel sehr bekannt. Einige seiner Filme sind in großen Filmtheatern im Beisein von Fritz Lang aufgeführt worden. Also er ist in Amerika, in New York und Los Angeles, den Filmhauptstädten in Amerika, sehr, sehr berühmt. Und wir wollen das einfach, dass er auch hier wieder berühmt. Vielleicht war das ein bisschen nachteilig für seinen Bekanntheitsgrad, dass er zwischen den Medien, Film und Kunst ständig hin und her gesprungen ist. Aber wir führen es ja zusammen in dieser Ausstellung. Wir zeigen auch die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern. Er kannte ja Man Ray, er kannte Max Ernst, er kannte Marcel Duchamp. Er hat mit dem Komponisten Anté und mit Hindemith zusammengearbeitet. Also er war vernetzt wie kaum ein anderer Künstler in dieser Zeit. Wie Sie sehen, auch noch in die Musikszene hinein. Also er hat wirklich universal gedacht und das wollen wir einfach mit dieser Ausstellung einmal wieder hervorarbeiten. Thank you.
You cannot see